Wir haben heute Tag der offenen Tür auf dem Iselihof, Zettisil. Wir durften hier das Gesamtprojekt verwirklichen, in Form von Planung, Stalleinrichtung, Melkroboter. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, dass wir hier Tag der offenen Tür machen wollen, für das wir einem breiten Publikum zeigen, was wir alles können und was wir alles anbieten. Wir machen seit gut 10 Jahren die ganze Planungsgeschichte, wo wir ein bisschen reingerutscht sind. Dort geht es genau darum, dass man nachher auch das Detail lösen kann, wie funktioniert der Betrieb, wie sollte die Zukunft aussehen. Der Landwirt soll nicht mit Geld noch Arbeit kaufen. Es geht wirklich darum, die Abläufe zu automatisieren. Baukosten ist immer ein Thema, ein sehr grosses Thema. Aber nur mit den Baukosten ist es ja nicht gemacht. Man soll nachher wirklich auch, es soll Ring gehen. Es soll die Abläufe stimmen. Und darum machen wir eigentlich die Gesamtplanung von A bis Z. Das heisst, wir kommen in ein Vorprojekt rein und bis und mit Service. Also wenn der Kunde das will, schauen wir noch die nächsten 20 Jahre dazu. Für mich war eigentlich von Anfang an, dass es ein Melkroboter wird sein. Wir haben eigentlich das Projekt um einen Melkroboter herum gemacht, kann man fast sagen. Weil wenn man den Roboter selber gibt, auch Lebensqualität. Man hat mehr Freiheiten, also man darf sicher die Tiere muss man schauen, das ist ganz klar. Aber auch für die Familie und so. Nicht etwa eins am Oben kann man an einem Ort ändern, an einem Ort her oder ein bisschen später zurückkommen. Und das ist eben wirklich, wie ich schon gesagt habe, Lebensqualität. Die Firma Rindlisbacher ist auf mich zugekommen. Ich habe gesagt, ja, sie dürfen jetzt neu die Roboter anbieten, der Merlin. Und mit dem Frank Rindlisbacher bin ich dann den Roboter anschauen und hat mich von Anfang an eigentlich überzeugt. Wir haben einen soliden, langlebigen Roboter. Man sieht es, alles Chromstahl verarbeitet. Wir führen den Arm mit 3 Motoren. Und der Vorteil an dieser Steuerung via die Motoren ist, es ist sehr, sehr geräuscharm, effizient. Ein Motor anzutreiben ist kostengünstig. Und nachher in der Armbewegung ist es sehr, sehr präzise. Innerhalb von 90 Sekunden hängt das Melkzeug und es milcht. Und dann die Milchbox lässt sich definitiv anschauen. Die Kuh hat viel Platz, sie kann rein, sie sieht die Umgebung. Das, was ich aus einem Riesenvorteil anschaue beim Ganzen, das Kraftfutterangebot kommt über eine Schale, die klappbar ist. Also, wenn die Kuh kein Anrecht hat zum Melken, kann sie nicht fressen. Und das macht es wahnsinnig effizient beim Kuhwechsel oder wenn eine Kuh in der Box steht, die dort nicht drinstehen sollte. Wenn sie nichts fressen, geht sie relativ schnell wieder raus. Durch das, dass wir hinten rein können, seitwärts rein können, vorne raus können, können wir die Maschine sehr vielen Orten sehr gut platzieren. Und durch das, dass wir die 2 Ausgänge haben, kann ich die Separation direkt an der Milchbox vornehmen, indem ich die Kuh seitlich in die Haupthärte rauslasse. Und wenn ich separieren will, kann ich die geradeaus in die Separationsboxen reinlassen. Wenn so viel Geld in eine Maschine investiert wird, wie das hier ist, dann muss der Service und die Dienstleistung und vor allem auch der Reparaturservice, um den geht es meistens. Und da sind wir sehr gut vernetzt, breit aufgestellt und können sehr schnell reagieren. Der Komfort wird eigentlich immer höher geschrieben bei uns. Wir probieren immer, diese Produkte einzusetzen und auch so zu offerieren, dass wirklich für das Tier optimale Voraussetzungen sind und dass die Arbeitsabläufe für den Bauern auch stimmen. Im ersten Kontakt probiere ich einfach mal den Kunden zu spüren, genau seine Bedürfnisse aufzunehmen, schauen, was er will. Wir gehen vielfach Betriebe anschauen, gehen zu bestehenden Projekten, schauen nachher, was es so ein bisschen ähnlich ist oder was könnte passen für diesen Kunden. Meistens hören sie nachher bei den Bauern und dann kommen sie automatisch mit guten Ideen. Probiert das nachher so einen Plan zu machen, den er hat. Wir schauen das zusammen wieder, machen die Änderungen noch machen. Und wenn es irgendeiner für beide Parteien so machbar ist und so stimmt, kommen wir eine Voranfrage in aller Regel. Und dann das Projekt so weiterentwickeln, bis eigentlich zur Ausführung. Ja.
Sobald wir eigentlich das Vorprojekt machen, gehen wir hin die Kosten an. Weil es nützt nichts, wenn wir jetzt irgendein Riesenprojekt herstellen, das am Schluss nicht finanzierbar ist. Und dann probieren wir wirklich, nach dem, was wir geplant haben, eine Offerte zu machen, wo plus minus 10% Sicherheit ist. Und das bringen wir in der Regel, wenn wir nicht wahnsinnige Änderungen haben, bringen wir das eigentlich so durch. Wir haben rund 4 Jahre geplant, wir mussten x-mal umzeichnen. Wir sogar mussten sogar Landschaftsplaner haben, so schlendlich. Und wir wollten eigentlich eine grosse Halle machen und dann mussten, hier auf müssen, 2 Hallen bauen. Zu jeder Zeit haben wir wirklich einen guten Partner gehabt, das Team. Und ich konnte wieder zurückgreifen und zugleich konnte ich gut meine Ideen einbringen. Dort. Vielleicht war es wichtig, also hinter dem Futterplatz oder Fressplatz, dass ich dort viel Platz habe. Ich glaube, man sieht so jetzt, wie die Kühe relativ ruhig sich bewegen. Die Schwächeren können ein bisschen weiter hinten durch. Und ich habe das Gefühl, das ist der grosse Vorteil von dem Stall, den wir hier haben. Und die Kühe, die sind wirklich ruhig geworden. Ich sage, innerhalb von einer Woche, 10 Tagen, haben wir andere Kühe gehabt, die sind wohl drinnen. Ja, man sieht so, wenn man schaut, ich habe viele Rückmeldungen bekommen jetzt über die 3 Tage. Das ist wirklich ruhig in diesem Stall. Ja, wir hätten natürlich sehr gefreut, wenn ihr euch bei uns melden könnt. Wenn ihr eine Idee habt oder etwas machen wollt, in Form von einem Laufstall, sei es um oder ein Neubau, wir würden euch dort sehr gerne beraten. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr uns anrufen würdet, damit wir zusammen das Projekt besprechen, anschauen und entsprechend auch umsetzen können. Merci vielmals.